Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Samstag, heute ist der schnelle Samstag dran und zwar wirklich super, super schnell. Ich gehe mal davon aus, dass du mit deinen Weihnachtsvorbereitungen jetzt fertig bist und deswegen habe ich jetzt heute für dich was für ja, Silvester oder Neujahr, kleines Neujährchen, so ein Mini-Mitbringsel und zwar, ja, da wünscht man sich ja allgemein viel Glück untereinander und von daher ist da so ein Kleeblatt, denke ich mal, absolut ideal. Und das Kleeblatt ist halt, ja, noch mit ein bisschen Schoki gefüllt und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. So, da ist die Füllung, damit dann auch wirklich direkt am 1. Januar die guten Vorsätze alle gebrochen werden. Was du brauchst einmal sind 4 Stücke Farbkarton, die haben die Größe 9,9 x 2,8. So, am einfachsten ist es mit dem Zuschneiden, wenn du einen DIN A4-Bogen hast und du schneidest da so einen langen Streifen von 2,8 ab, dann hast du schon mal 3 Teile mit 9,9. Das passt dann genau. Und dann schneidest du nochmal einen zweiten Streifen mit 2,8 ab und davon brauchst du nochmal ein Stück 9,9. Dann hast du diese 4 und von dem Rest schneidest du nochmal ein Stück ab mit 6 cm. Das heißt, du brauchst nochmal ein Stück in der Größe 6 cm mal 2,8 cm. Das ist dann unten hier der Stängel. So, wir bauen aber jetzt erstmal die zusammen. Eins mache ich vor und die anderen mache ich dann was schneller. Und zwar, was du noch brauchst, sind Glue Dots. Das ganze Ding klebt mit Glue Dots. Ich hoffe, dass hier auf der Rolle jetzt noch genug sind. Und zwar, du legst das ungefähr mittig ein, klappst das um, klappst das auch von der anderen Seite über, ja, so, dass das schön spack sitzt und klebst das dann hier oben einfach mit den Glue Dots fest. 2 Stück, Linse, einmal, zweimal, so, dann legst du es wieder rein, so, schön festziehen und ja, das schon mal mit allen anderen auch etwas schneller. So, wenn du die hast, ist es jetzt eigentlich ganz einfach. Die müssen ja eigentlich, ich lege sie mal, das ist ganz klar, wie sie aneinander müssen und dann dazwischen muss das noch gemacht werden. Das können wir einmal, bevor wir das dann zusammensetzen, unten so ein bisschen einmal ein bisschen runden, dann sieht das etwas, ja, etwas mehr nach Kleeblattstängel aus. So, und das geht jetzt auch ganz einfach. Und zwar werden die oberen beiden hier angeklebt und die unteren beiden halt etwas weiter unten. Und die werden dann auch gleichzeitig nochmal hier oben angeklebt. Und alles auch wieder mit den Glue Dots. Das machen wir jetzt mal. Das ist also wirklich super simpel. Also einmal, zweimal. Dann auf der Rückseite dreimal, viermal. So, jetzt haben wir da auch schon mal unsere Glue Dots. Jetzt fangen wir schon mal an und kleben schon mal diese beiden dagegen. So, und jetzt machen wir das so, dass wir hier an dieser Stelle jeweils die Kleber, die Glue Dots draufgeben und einfach hier an der Seite eins. Das ist dann auch relativ schnell. Da brauche ich auch wirklich keinen Schnellvorlauf oder sowas. Das kann man sich sparen. So, und jetzt klebe ich erst den da oben an oder gleichzeitig, wie auch immer. Das ist eigentlich echt egal. So, und dann hält das. Und jetzt habe ich noch einen letzten. So, auch da mache ich das hier oben, diese beiden Ecken. Und dann nochmal hier an der Seite eins. Na, wo ist noch eins? Da. Und dann wird das jetzt hier passend eingeklebt. Dann wird das zusammengedrückt und tada, fertig ist das Ganze. Damit man das hier oben jetzt nicht so, ja, das drauf gucken, ja, ich finde das jetzt nicht so schön, das kann man natürlich so lassen, aber ich finde das netter, wenn da jetzt was drüber ist. Habe ich dann auch jetzt hier aus dem, das ist aus dem Glücksfäller, heißt das Stempelset, das ist aus dem kommenden Katalog. So, dann setze ich einfach hier oben auf die Kanten 2 Glue Dots drauf. Ah, die kleben immer sehr gut. Habe ich
eins übrig. Ne? So, und dann setze ich das hier so drauf. Und schon habe ich es fertig. Also es ist wirklich super, super schnell. Und ich finde, das ist echt ein netter Tischgruß. Oder die kann man auch stapelweise machen. Und im neuen Jahr, der Briefträger, der kommt, schönen Gruß, viel Glück fürs neue Jahr. Also ich finde, da kann man eine Menge wieder mitmachen. Das ist wirklich super, super schnell. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und dann natürlich ein schönes Weihnachtsfest und hoffe, dass wir uns dann vielleicht nächsten Mittwoch bei der Mittwochsreihe schon wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Ach, da war doch noch was.